Faszination da. Und für uns, wir sind natürlich auch jeden Abend eine Stunde, was da auf dieser Bühne alles passiert. Es hat eben auch eine gewisse Spontanität, es ist nicht zu Tod geübt. Es hat zwar sehr genaue Arrangements, aber trotzdem hat es genug Spielraum, um wirklich die Spielfreude rauszulassen können und auch ein Kribbeln im Bauch zu haben, wenn man genau weiss, was kommt. Das ist eben auch schön. Und ich glaube, die Tournee ist ganz speziell. Eine Riesenfreude. Ich glaube, wir haben sogar einen neuen Musikstil kreiert, fast. Also, das ist wirklich verrückt. Ein einmaliges Erlebnis und wunderschön, immer die beiden auf der Bühne zu sehen. Einfach einmalig. Was ich in den letzten 14 Tagen erlebt habe, ist in meinem Leben etwas Allerschönste gewesen, menschlich und musikalisch. Das Leben ist ein Wunder und niemand kann es verstehen. Ich baue auf und ich baue ab. Und ich lade ein und ich lade aus. Ich lade aus und ich lade ein. Und manchmal gibt es noch etwas Warmes zu essen. Einzigartig. Die Fusion hat sich ergeben, die für mich wahnsinnig bereichend, spannend, kreativ war, tolle Leute kennengelernt. Und ich hoffe, dass das nicht eine einmalige Geschichte war. Carlo ist so ein Multitalent, so ein musikalisches Wunderwerk von Ideen, und Technik, und Können und Erfahrung. Dass man das gar nicht irgendwie kann in eine simple Aussage fassen kann. Die Schweizer haben bei dir einfach das Gefühl, dass er der Ländlerkönig ist, aber er ist einfach wirklich ein Vollblut, ein Weltklasse-Musiker. Yeah, so the Kruger Brothers and Brunner Tour is excellent. Pleasure working with them and an incredible show. And can't wait to do it again. Ich habe am Anfang noch nicht so gewusst, was mich da erwartet, aber ich bin so begeistert und jeden Tag auf dieser Tournee war ein Erlebnis mehr gewesen. Und ich finde es jetzt auch wieder schade, dass es jetzt fertig ist. Es ist eine entspannte Bande. Viel gearbeitet, super der Plausch, fantastisch rausgekommen. Macht Freude. Also für mich war es ein absolute Ehre und Vergnügen, mit der Carlo, der Maya und alle wunderbaren Musiker zu spielen und einfach zusammen zu sein. Es ist so ein Herz, so toll, die Menschen kennenzulernen und mit den Musik zu machen. Es ist eine richtige Erinnerung. Das war eine Offenbarung. Was wir jetzt erlebt haben in den letzten zwei Wochen, ist etwas so Einmaliges. Ich mache doch schon ein Jahr Musik. Aber was ich jetzt auch mit den Krügerbrothers, mit meinen Kapellen und mit den Meier erlebt habe, ist einzigartig. So eine Spielfreude, so etwas Schönes. Also, ich bin richtig traurig, dass es vorbei ist. Ich hoffe, dass es das wieder einmal gibt. Die Tour hat so Spass gemacht mit dem Jens, mit dem Joel
und mit dem Uwe. Es ist einfach, dass die Musik verbindet. Ob man miteinander reden kann, ist jetzt der Vorteil, dass sie nur Deutsch reden können. Aber zum Beispiel der Techniker, der Dave, mit ihm kann ich nicht reden. Englisch. Aber wir verstehen einander gleich. Die Musik verbindet und das wird für mich ein unvergessliches Erlebnis sein und bleiben.